Es ist also der Hyrule-Gleiter, den wir beim letzten Mal freigeschaltet haben. Und damit, Kayo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mario Kart 8 Deluxe Booster Strecken DLC Paket. Genau, ich hab's geschafft. Wir haben den Hyrule-Gleiter, den ich glaube ich schon 500 Mal oder so hatte. Parasegel, ja klar, aber ich glaube, den hatte ich schon safe. Egal. Oh, falsche Reifen. Wir nehmen die Slick-Reifen. Habe ich die nicht? Tempo. Dann obviously. Die hier. Genau. In der letzten Folge haben wir schon. Waren wir in Paris, haben Toads Piste erlegt, den Schokosumpf und die Kokospromenade. Und heute geht es zum Glückskatzencup. Und zwar die Tokyo Tempo Tour. Komplett neu für mich. Mario Kart Tour, ihr wisst Bescheid. Den Pilzpass vom Mario Kart DS. Mega geniales Spiel. Die Wolkenpiste vom Game Boy Advance. Und der Ninja Dojo. Eine komplett neue Strecke? Hier steht Tour dabei. Oh mein Gott, eine komplett neue Strecke. Leute, bleibt auf jeden Fall dran. Genau. Und wenn ihr die nächsten Strecken nicht verpassen wollt, die jetzt wieder eine Weile dauern, dann abonniert doch gerne den Kanal und aktiviert die Glocke. Dann werdet ihr auch jedes Mal benachrichtigt, sobald ein neues Video von mir kommt. Genau. Tokyo Tempo Tour. Oh, da fliegt ein Flugzeug. Mario Electrical Support. MES. Finde ich gut. Nee, ist von Mario Kart Tour. Achso, ja, das... Genau, die neue ist ja dieser Ninja gewesen. Da vorne ist der Tokyo Tower. Da fahren wir erstmal dran vorbei. Let's go. Die Strecken sind wirklich kürzer bei Mario Kart Tour. Finde ich nicht schlimm. Alles okay. So, dann let's go. Falls einer von euch weiß, was diese japanischen Schriftzeiten bedeutet, schreibt das gerne in die Kommentare. Und falls ihr euch das Mario Kart 8 Deluxe Booster Pack Strecken DLC kaufen wollt, unten in der Videobeschreibung findet ihr einen Link zu Instant Gaming. Und da könnt ihr es 9% heute noch rabattiert kaufen. Ich hoffe, ihr hattet bis heute einen schönen Tag. Der Tag ist ja noch nicht so lang. Keine Ahnung, wann ihr aufsteht. Mein Wecker klingelt um die Uhrzeit, wo das Video hier kommt. Ich bin jemand, ich schlafe gerne lang. So. Dann lass mal gucken. In der letzten Folge, ja, waren ein paar Sachen, die haben mir nicht so gefallen. Der Pokal sah schlecht aus. Und das Game hat sehr geleckt. Also die Animation war nicht ganz so sauber, aber nun gut. Welcome to Tokyo. Ja. Bis jetzt gefällt mir die Strecke sehr. Die Musik... Weiß ich nicht. So, wir gehen hier lang, damit wir das hier auch gesehen haben. Hier sollte man eher mit dem Pilz befahren. Das Gras ist sehr grün. Das sieht schon wieder fast ungesund aus. Aber nun gut, dann Neongrün sowieso meine Lieblingsfarbe ist. Finde ich das gar nicht mal so schlecht. Ja, ihr seht ein bisschen so hier die Performance. Naja. Hoch, hoch, hoch. Dankeschön. Aber die Swarms haben... Oh. Hier geht's jetzt nach rechts. Die Swarms haben grafisches Update bekommen. Wobei ich da gerade einen Grafik-Lag gesehen habe. Also einen Grafik-Bug. Da unten an der Textur, da hat sich's ein bisschen geriffelt. Da haben sich zwei Texturen überlagert. Sah nicht so schön aus. Ich will mich aber gar nicht beschweren. Es ist ein wunderbares Spiel. Klar, es ist immer noch dasselbe Spiel wie von vor 9 Jahren. Aber immerhin, wir haben jetzt Ende... Dankeschön. Ende dieses kompletten DLCs. 96 Strecken. Und willst du mich eigentlich veräppeln? Und 96 Strecken, da hat man dann schon ausgesorgt. Ey, hätte sie mich jetzt noch auf der Zielgeraden überholt. Ey, Monitor aus dem Fenster. Okay, erste Strecke, sehr schön. Highlights schauen wir uns nicht an, das ist unwichtig. Ja. Dann die nächste Strecke. Das war der Pilzpass vom DS. Falls ihr Mario Kart DS nicht gespielt habt, war super cool, auch mit den Rennmissionen und so. Hat mir mega, mega, mega Spaß gemacht. Und wenn euch die Folge auch mega, mega Spaß macht, zeigt das gerne mit einer positiven Bewertung. Dann weiß ich, dass ihr mehr Mario Kart 8 Deluxe Booster Strecken DLC Booster Pack haben wollt. Let's go. Langsam habe ich den Namen, glaube ich. Oder ich sage ihn jedes Mal anders. Kann auch sein. Die Strecke habe ich noch sehr gut im Kopf, weil die fand ich relativ langweilig.
nix gegen die Strecke, aber die ist halt wie die von Mario Kart 8 oder Mario Kart 8 Deluxe, je nachdem. Die Toad-Autobahn, ihr fahrt einfach, es fahren Autos und alles ist grün und ihr fahrt und alles ist grün und ja, sehr eintönig, aber nun gut. Aber sie starten echt schon mit Klassikern, muss ich sagen. Hätte ich nicht gedacht, ich dachte so, okay, die Banger und Klassiker kommen zum Schluss. Aber ich muss sagen, dass diese Strecke ist ein Klassiker. Jeder kennt sie. Oh, da bin ich dran vorbei. Ja. Will mich jetzt mal nicht beschweren. Ich finde, es ist cool, dass sie es überhaupt machen. Klar, sie hätten auch einfach ein neues Mario Kart bringen können mit einer neuen Idee. Aber weiß nicht. Nein, Mann, was ist denn das? Diese blöden Panzer. Danke dafür, Spiel. Danke dafür. Rechts. So. Eine Coin und eine Bombe. Bomben kommen häufig auf dem ersten Platz. Ist mir gerade aufgefallen. Also früher war das nicht so häufig, als ich das noch das letzte Mal gespielt habe. Aber es gab ja auch 3 Updates für dieses Game. Also ich musste 3... Also erstmal habe ich die DLCs runtergeladen. Dann gab es ein allgemeines Software-Update. Und heute gab es nochmal ein Software-Update vorher, bevor ich das Game gestartet habe. Also der Wahnsinn. Die Performance ist nicht so nice. Muss ich schon sagen. Ich wiederhole mich. Aber mich stört das halt ein bisschen. Ich glaube, das ist sogar eine... Oh mein Gott. Eine geremixte Version davon. Ich weiß es nicht. Könnte aber sein, weil die Musik kommt mir sehr bekannt vor. Und es ist keine Standard Mario Kart Musik. Klar, sie ist mit dem Mario Kart 8 Instrumental. Also halt, es sind die Instrumente, es sind sehr viele Trompeten und sowas drin. Ja, klar, kein Problem. Wo ist der dritte? Hä? Komm, dritter Panzer. Ey, das ist doch nicht dein Ernst, Mann. Erstmal einen Schluck grünes Volvic. Ich sag's euch. Das könnt ihr niemandem erzählen, was heute in diesem Part passiert. Ich würde sagen, wir starten direkt rein ins dritte Race. Und zwar die Wolkenpiste vom Game Boy Advanced. Für mich eine komplett neue Strecke, weil ich habe kein Game Boy Advance. Dementsprechend freue ich mich schon. Wir haben schon eine Wolkenstrecke, ja. Aber vielleicht toppt ihr noch eins. Vor allem, die sieht viel cartoonier aus. Oh mein Gott, die Wolken sind animiert. Seht ihr das? Das ist keine Zuckerwatte. Ihr seht wirklich, wie die sich bewegen. Okay. Detail ist auf jeden Fall da. Aber wir nehmen die Abkürzung, wollte ich sagen. Oh Gott. Da wird gebounced. Auf den Blättern, okay. Oh, auf dem Mushroom wahrscheinlich auch. Boom. Yeah. Uhu. Ja, vor allem auch wieder mit diesen Flugzeugen im Himmel. Flugzeugen, fliegenden Schiffen von Bowser. Kommt es schon sehr an die Wolkenpiste ran. Ich würde jetzt sagen, ideenlos, aber ich weiß es besser. Denn die Strecke ist älter als die Wolkenpiste, die wir schon kennen. Dementsprechend würde ich sagen, die Wolkenpiste von Mario Kart 8 ist etwas ideenlos. Aber nun... Gut, so, jetzt fahren wir einmal hier außen lang. Wir wollen ja schließlich alles sehen. Mehr Abkürzungen gibt es hier auch nicht. Die Strecke ist relativ straight forward. Klar, auf dem Gameboy war noch nicht so viel möglich. Oh, da bin ich rübergehüpft. War eine schlechte Idee. Fahr, da kommt einer. Schnell. Perfekt. Da fliegen auch ein paar Koopa Troopers rum. Ich habe den Panzer genau gehört. Nee, geh weg. Er ist runtergefallen. Sehr schön. Warum werfe ich den nach vorne? Ich werde doch selber von meinem eigenen getroffen. Ist mir schon häufiger passiert, dass ich einfach, weil ich zu blöd bin, von meinem eigenen Panzer getroffen wurde. Kommt halt vor. Komm, nehmen wir nochmal den Weg. Zack! Und setzen die Banane.
falls jemand denselben Weg geht, dass auch ja gehittet. In der Luft. Traurig. Oh, die Musik. Genießt einfach mal die Musik. Schon schön. Muss ich sagen, gefällt mir. Ihr könnt auch einfach nach dem OST googeln. Also nur, gebt einfach den Streckennamen in Englisch ein. Oder halt einfach den Streckennamen, gebt OST ein, Ost. Und dann habt ihr das Team und könnt es euch anhören. Wir sind natürlich wieder Erster geworden. Wir sind ja schließlich die Profis, haben die 45 Punkte. Und starten in das komplett neue Level, wollte ich schon sagen. In die komplett neue Strecke. Die extra wahrscheinlich dafür gemacht wurde, steht nämlich nichts dran. Das heißt, eine exklusive Strecke für Mario Kart 8. Booster DLC. Wie ihr wisst, unten in der Videobeschreibung, falls ihr diesen Ninja Dojo, der einfach episch aussieht, wie sonst was auch spielen wollt, schaut unten in die Videobeschreibung. Oder sind Shurikens die einen zerquetschen? Die Musik! Oh mein Gott, das wird der Wahnsinn. 3, 2, Vollgas, 1, BAM! Er macht japanische Sounds. Habt ihr es gehört? Wenn wir an solchen Stellen jumpen. Kommt man hier hoch? Oh ja. Kommt man. Müssen wir jetzt merken. Die Musik! Nintendo, ich liebe euch. Nintendo, ihr seid die Bär. Oh mein Gott. Jetzt. Hört mal genau hin. Ha. Ja, er macht auf jeden Fall andere. Oh, da kann man hoch. Machen wir gleich. Erstmal hier unten lang. Durch so ein Wasser. Nein! Man merkt diese Strecke mit Liebe. Okay, jetzt können wir aber nochmal hier unten lang. Oben gibt es auch einen Weg, da fahren wir jetzt hin. Komm. Und hier rum. Ja, er macht Hudebe. Was auch immer das heißt. So, hier können wir fliegen. Hier hoch können wir auch? Okay, diese Strecke muss man, glaube ich, mehrmals spielen, um wirklich alles zu entdecken. Ah, guck, hier werden wir jetzt mit diesem Dings hochgefahren. Und werden dann hier. Okay. Und links, links, links. Okay, perfekt. Kommen hier wieder Ninjas? Nee, hier nicht. Aber hier können wir auch direkt weiterfliegen. Ey, das ist... Das ist bisher die... Oh mein Gott, das ist die beste Strecke. Okay, jetzt versuchen wir oben zu landen. Oh yes, perfekt. Und hier rum. Ah, hier geht's auch schon wieder runter. Okay, und dann sind wir hier. Perfekt. So, muss das. Mit einem Sprung nach vorne. Und einem sauberen Drift um die Kurve. Wunderschöne Strecke. 10 von 10. Jetzt fahren wir nochmal hier unten lang. Und Saldo. Oh. Das war nix. Dann gibt's aber sonst nichts mehr, oder? Ich würde sagen, wir fahren einmal hier hoch. Achso, hier waren wir schon, gell? Ja. Und dann fahren wir wieder runter. Ist ja alles so individuell. Schaffen wir das Item? Nö. Danke dafür, Spiel. Also das Level, top. Das läuft gut. Es ist komplett zu 100% neu. Es sagt mir zu. So, jetzt fliegen wir nochmal hier unten lang. Boah, diese Statuen. Hier durch diesen Wasser-Dings. Sprung. Nicht runterfallen. Okay, anscheinend schaffe ich es nicht, da lang zu fahren. Angespielt. Wir fahren noch hier unten lang, weil hier sind wir auch noch nicht lang gefahren. Wir waren ja jetzt bis jetzt immer oben. Dann fahren wir noch hier unten lang. Und ich krieg natürlich den Panzer. Ist ja klar. Mann, was ist denn das? Zack, Sprung. Und dann, wir fliegen ins Ziel. Heute richtig episch. Zack, mit Rückwärtssalto und im Ziel. Da hätte ich auch nochmal japanische Musik eingefügt, aber dieses Level. Sieht man das? Ich habe Gänsehaut. Nee, ich habe den Autofokus rausgenommen. Ich habe Gänsehaut. Dieses Level ist so wunderschön gemacht. 10, 9 von 10. Ist ein bisschen kurz. Zu sehr judgy will ich da jetzt auch nicht sein. So, schauen wir uns mal den Pokal an. Er sieht wahrscheinlich genauso aus wie beim letzten Mal. Nur, dass jetzt eben ein anderes Logo drauf ist. Und zwar bekommen wir
Wir skippen das. Den Glückskatzenpokal. Sehr schön. Und schon wieder ein neues Fahrzeugteil. Das Problem ist, bei dem hier bin ich noch nicht so weit. Ich fahre normalerweise auf meinem anderen Account. Aber das jetzt erstmal nicht so schlimm. Wir schauen uns noch kurz das Teil an. Die nächste Folge wird noch eine Weile hin sein. Deswegen mal gucken, was ist denn das Teil? Wir bekommen einen neuen Gleiter. Den Feisthörnchen-Gleiter. Feisthörnchen das erste Mal in Mario Bros. U eingeführt. Genau. Und wenn euch die Folge gefallen hat, sagt das gerne mit einer positiven Wertung. Und wir sehen uns bestimmt morgen zu einer anderen Folge, zu einem anderen Projekt. Bis dann und ciao, Leute!